So, willkommen hier zum neuen Interview auf meinem Kanal, den Bamberger Börsenbrief. Und heute mit jemand speziell, mit einem sehr speziellen Gast, dem Herrn Dr. Rainer Zittelmann. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Aber fangen Sie doch mal kurz an und sagen Sie einfach nochmal, wer sind Sie und was hat Sie eigentlich so zum Investieren gebracht? Ja, ich habe verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht schon. Ursprünglich bin ich eigentlich Historiker, war auch lange dann bei der Zeitung Die Welt. Da war ich dann verantwortlich für den Immobilienteil, also als Immobilienspezialist sozusagen. Und dann habe ich aber meine eigene Firma gegründet im Jahr 2000. Das war ein PR-Unternehmen, das sich auf die Immobilienbranche konzentriert hat. Habe dann auch selbst angefangen mit Investments im Immobilienbereich und bin damit vermögend geworden. Allerdings habe ich die Firma verkauft vor 5 Jahren und habe auch einen Großteil meiner Immobilien in Deutschland verkauft inzwischen. Okay, also es das heißt, Sie sind dann so zum Investieren richtig erst mit Immobilien gekommen und davor eher weniger oder hatten Sie, bevor Sie Ihre Agentur gemacht haben, auch schon Immobilien oder Aktien oder ähnliches? Also bis ich 39 Jahre alt war ungefähr, habe ich überhaupt gar nicht investiert. Da habe ich mich auch nicht dafür interessiert, weil ich war ja, wie gesagt, Historiker und dann Journalist und da waren meine Interessen in anderen Bereichen gewesen. Erst wo ich dann praktisch durch den Journalismus zum Immobilienbereich gekommen bin, habe ich dann auch selbst angefangen zu investieren. Nicht nur in Immobilien, auch in habe auch Aktien logischerweise und Gold, andere Assets, Anleihen, ja. Aber Schwerpunkt waren bei mir die Immobilien gewesen. Okay, na, Sie haben ja schon gesagt, bis 39 haben Sie nicht an Investieren gedacht. Vielen Leuten, vor allem jüngeren Leuten, ist dieses Thema ja auch gar nicht so bewusst, investieren und was damit auf sich hat. Empfinden Sie die Thematik des Investieren oder wie empfinden Sie die Thematik des Investierens, vor allem bei jungen Leuten, vor allem auch viel in Deutschland? Also man könnte ja sagen, dass wir in den letzten Monaten vielleicht so auf den richtigen Weg gekommen sind, dass sich viele Leute dafür interessieren, aber finden Sie, wir haben da noch Nachholbedarf, muss da noch mehr für getan werden? Wie sehen Sie das? Also, das ist wie immer so, dass es nur eine kleine Minderheit natürlich von Menschen ist, die eigentlich versteht, worum es geht und auf dem richtigen Weg ist. Eine große Mehrheit, die interessiert sich nicht fürs Thema investieren. Das heißt, eigentlich ist ja jeder irgendwo, fast jeder investiert, ja, ob jetzt gut oder schlecht, die meisten natürlich schlecht, aber viele haben natürlich kein Interesse daran. Die meisten Menschen. Und dann gibt es aber auch welche, das sehe ich auch kritisch, die verwechseln investieren mit irgendwas Spielerischem, mit irgendeinem Börsenspiel oder gar Glücksspiel und so weiter. Die interessieren sich dann zwar für Aktien beispielsweise, aber ich glaube, dass die früher oder später ziemlich frustriert sein werden und befürchte, dass die dann irgendwann zu denen gehören werden, die sagen, ach, Aktien sind eine blöde Sache. Also ich habe das schon häufiger erlebt. Wir hatten so eine Aktienhoss Ende der 90er Jahre. Da ist also auch der DAX teilweise, ich glaube, ja, dann fast um 40% gestiegen. Und auch insbesondere hatten wir den sogenannten neuen Markt damals. Das waren Technologieaktien, die manchmal tausende Prozent gestiegen sind, obwohl sie gar keinen Gewinn gemacht hatten. Da war auch so eine große Börsenbegeisterung erstmals da in Deutschland, auch bei vielen jungen Menschen, aber auch bei Älteren. Und das war dann vor allen Dingen eine große Blase gewesen, die dann geplatzt ist. Und dann, sagen wir, im Jahr 2000, 1, 2002, wo die Aktien dann ganz weit unten waren und wo es eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, einzusteigen. Da haben die meisten aber dann eher verkauft, haben sich dann von ihren Aktien getrennt und haben dann gesagt, naja, Aktien habe ich auch mal probiert, ist aber eine blöde Sache. Nee, blöd sind nicht die Aktien, sondern blöd waren die Leute, weil sie genau da eingestiegen sind,
wo es Mode war, wo es alles total hoch bewertet war und weil sie genau dann ausgestiegen sind, wo es also eher richtig gewesen wäre, einzusteigen. Aber so haben die Leute das nicht gesehen. Und das ist halt so, dass die meisten Menschen immer mit der Masse gehen. Und das ist, da kann man mal Glück mit haben. Kurzfristig, wenn man das macht, kann man da auch sehr hohe Gewinne erzielen. Das stimmt, aber auf die lange Sicht ist das also eine Strategie, die nicht dazu führt, wie man vermögend wird, sondern wie man Geld verliert. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, auf lange Sicht, das sehe ich so das Problem, vor allem bei der Jugend und der heutigen Welt, dass alles so extrem schnelllebig ist. Also dass man immer versucht, in 3 Wochen 100% zu machen. Wie würden Sie einem Jugendlichen erklären, wie er es schafft, sein ganzes Leben lang immer langfristig zu denken und nicht immer nur in bestimmten Zeitintervallen, sondern wirklich über Jahrzehnte zu denken, vor allem jetzt beim Thema Investieren natürlich. Ja, also gerade für einen jungen Menschen ist es ja objektiv gesehen eigentlich besonders leicht, ja? Weil ich sage, jetzt jemand in meinem Alter, ich bin 64, ja? Wenn ich da jetzt einem sage, du musst jetzt langfristig denken über die Jahrzehnte, dann sagt er, naja, was heißt über die Jahrzehnte, ja? In 20 Jahren, da bin ich 84, ja? Da ist natürlich gar nicht so einfach vielleicht, langfristig zu denken, während wenn jemand jung ist, zum Beispiel 20 Jahre, ja, da ist doch wunderbar, dann ist eigentlich genau richtig, um wirklich langfristig zu denken und in Jahrzehnten zu denken, dann hat man ja noch praktisch den allergrößten Teil vom Leben vor sich. Andererseits natürlich so, dass junge Menschen oft ungeduldig sind und das ist ja auch nichts Schlechtes per se, Ungeduld. Aber wenn es um Investments geht, dann ist es halt eine große Falle, in die man laufen kann. Und wir wissen auch aus anderen Lebensbereichen, dass eigentlich in den meisten Fällen große Dinge, die entstehen, große Werke, große Leistungen, ob das jetzt im Sport ist oder in der Musik oder in der Kunst, ja, aber auch im Geschäftsleben, meistens so ein Minimum von 10 Jahren brauchen, bis es dann losgeht. Ja. Es gibt natürlich ein paar Gegenbeispiele jetzt von Leuten, die dann im Internetbereich kurzfristig sehr schnell reich geworden sind. Aber von diesen Sonderbeispielen sollte man nicht verallgemeinern. Tatsächlich ist es so, also wenn Sie mal das Leben analysieren von großen Musikern oder großen Künstlern oder Sportlern, dann werden Sie feststellen, dass die oft schon sehr, sehr früh angefangen haben. Also denken Sie an jemand wie Mozart oder im Sportbereich Tiger Woods oder so. Ja, die haben oft schon mit 2, 3, 4 Jahren angefangen in ihrem Bereich und haben dann irgendwann, sagen wir 10 Jahre, 15 Jahre später, dann die Erfolge geerntet. Und so ist es auch beim Investieren. Und ja, wie kann man das jemandem beibringen? Man kann natürlich, sagen wir mal, auf Basis von eigener Erfahrung lernen. Das ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, weil die Leute, die also sehr ungeduldig versuchen, kurzfristig reich zu werden, die werden dann auch kurzfristig vielleicht manchmal Geld gewinnen, das ist klar. Aber langfristig werden sie mit Sicherheit mehr Geld verlieren. Die Frage ist dann, ob die Leute dann die richtige Lehre draus ziehen. Also das, was ich vorhin gesagt habe. Ich vermute auch wiederum nicht. Dann sagen die dann, ja, ach, Aktien habe ich schon probiert, ist aber eine blöde Sache. So ähnlich wie mit dem Fitnessstudio. Ja. Da gibt es jetzt ja auch so ganz Ungeduldige, die kommen ins Fitnessstudio und die wollen dann irgendwo in 3, 4 Monaten Riesenmuskulatur aufbauen, was überhaupt nicht geht. Auf jeden Fall nicht auf natürlichen Wege. Manche, die helfen danach mit Anabolika, was ich total ablehne. Und andere, die verlieren dann irgendwo die Geduld, wenn sie dann vielleicht nach einem halben Jahr nicht die Fortschritte sehen, die sie sich erhofft haben und sagen dann, ach, das habe ich probiert, das wirkt bei mir nicht, das ist nichts für mich. Ja? Und gut,
das ist halt, im Leben werden bestimmte Eigenschaften belohnt und andere bestraft. Und das kurzfristige Denken, das wird halt in der Regel bestraft und das langfristige Denken wird belohnt. Ja, und ich meine, die meisten Menschen, die werden ja nicht vermögend und das hat auch durchaus also da gibt es viele Gründe dafür, aber einer der Gründe dafür ist, dass sie halt generell nicht langfristig denken und handeln in ihrem Leben. Okay, dann kommen wir jetzt von der Einstellung mal ein bisschen zum Praktischeren. Was eignet sich denn am besten für junge Menschen zum Investieren? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Deutschland eine Umfrage machen würden unter Jugendlichen, die ihre Eltern zum Beispiel nach einer Geldanlage fragen, dann wird man wahrscheinlich häufig hören, kauf dir mit Mitte 30, wenn du eine Familie gegründet hast, ein Eigenheim oder das Ähnliches. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass das Eigenheim nicht das beste Investment ist. Es ist auch nicht sehr schlecht, aber es ist nicht das Beste. Aber was würden Sie sagen, was ist das, oder nicht das Beste, sondern was eignet sich am besten für junge Leute zum Investieren? Also, das Wichtigste ist erstmal, dass man alle unsinnigen Anlageformen ausscheidet. Die also, davon gibt es jede Menge. Ja, und dann bleiben im Prinzip übrig vor allen Dingen Aktien und Immobilien als prinzipiell sinnvolle Anlagen, aber auch diese nicht zu jedem Zeitpunkt und für jeden sinnvoll. Also, das kommt dann auch stark darauf an, ja, wie die Marktverfassung ist. Also ich sage mal ein Beispiel. Mich fragen ja sehr häufig Leute, ja, auch gerade junge Leute, was man machen soll. Und die Antwort, die fällt mir seit einigen Jahren relativ schwer, weil Aktien sind sehr teuer, Immobilien sind sehr teuer, Anleihen sind sehr teuer, gibt es ja praktisch gar keine Verzinsung mehr. Also wo man hinguckt, hat man aufgrund der Politik der Notenbanken sehr starke Verzerrungen und sehr stark aufgeblähte Preise. Und ich habe dann immer gesagt, eigne dir jetzt mal Wissen an zu dem Thema, was sowieso sehr wichtig ist, und dann steig mal ein, wenn es so ein Crash gibt, wenn es eine gute Zeit ist, wenn die Aktienmärkte mal korrigieren, dann ist ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Und im März vom letzten Jahr, also März 2020, da habe ich dann vielen gesagt, so in meinem Bekanntenkreis, die mich immer gefragt hatten, so, also wenn du mal einsteigen willst, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Das war da, wo also die Aktienmärkte sehr stark korrigiert hatten. Ich sage mal ein Beispiel, ich selbst habe damals im März in ein ETF, einen weltweiten ETF, der war noch Anfang letzten Jahres bei 142, der ist dann bis auf 91 gefallen, also 91 Euro pro Anteil. Und ich bin dann bei 101 eingestiegen, ja, zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich dann auch vielen gesagt, jetzt so ungefähr wäre ein Zeitpunkt, wo man drüber nachdenken könnte. Derselbe ETF ist jetzt bei 162. Das heißt, ich habe also in dem Fall zum Beispiel aus 1 Million 1,6 Millionen gemacht. Es wäre sogar noch besser gekommen. Ich hatte noch eine andere Order gegeben, aber die sollte bei 90 ausgelöst werden. Aber da die 90 nicht erreicht wurde, sondern bei 91 stehen geblieben ist, bin ich halt daran vorbeigegangen und habe da dann nur zu einem für mich jetzt, sagen wir, nicht besonders hohen Betrag von 1 Million eingestiegen. Aber immerhin, daraus ist dann 1,6 Millionen geworden im Moment. Das kann natürlich auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ich will damit nur sagen, es ist auch, viele sagen so, Market Timing ist was Schlechtes. Auch mein Freund Gerd Kommer, den ich sehr schätze, dessen Bücher, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber den schätze ich sehr, den Gerd Kommer, der sagte auch immer, Market Timing ist schlecht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn ich einsteige, wenn alles total teuer ist, oder wenn ich einsteige, wenn es günstig ist, ist klar, dass
dass ein Einstieg zum Zeitpunkt, wo es günstig ist, besser ist als ein Einstieg zum Zeitpunkt, wo es total teuer ist. Ja? Und nur das, ich habe das damals dann den Leuten, nämlich sonst auf Fragen gesagt, aber die wenigsten, die haben das halt gemacht, ja, weil die meisten, die investieren halt eher prozyklisch. Das heißt, wenn so die Aktienmärkte eine ganze Zeit lang sehr gut gelaufen sind, sehr hoch sind, dann werden die davon angelockt, von den Nachrichten, von den Gewinnen, die es dann gegeben hat, und steigen dann ein, meistens also genau zum falschen Zeitpunkt, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn es schon sehr teuer ist. Und klar, dann geht es ja erst mal weiter hoch wahrscheinlich, ja, in so einer Phase, und die Leute fühlen sich auch noch bestätigt, weil dass sie jetzt genau zum Höchstpunkt einsteigen, ist ja sehr unwahrscheinlich. Die werden irgendwann irgendwo in der Nähe des Höchstpunktes eingestiegen sein. Das kann dann durchaus noch mal ein paar Monate oder vielleicht noch mal ein, zwei Jahre so weitergehen. Und dann kommt aber irgendwann der Rückschlag und dann geht es bergab, und dann sagen die Leute erst: Ach, da lasse ich mich nicht durchspielen, ich bleibe trotzdem dabei. Also auch wenn dann die Aktien runtergehen, dann verkaufen die auf keinen Fall gleich, sondern die sagen dann: Ja, das sind so Korrekturen, die sitze ich jetzt aus. Und dann geht es aber immer weiter runter, und irgendwann werden die nervös und sagen: Ach nee, jetzt gehe ich raus. Ja, und so ist dann das Geld vernichtet worden, indem man so in der Nähe vom höchsten Punkt eingestiegen ist und dann in der Nähe vom Tiefspunkt ausgestiegen ist. Und das ist natürlich genau die Art, wie man Geld verliert, und was aber für die meisten Menschen zutrifft. Ja. Ja, genau. Also Sie haben ja vorhin gesagt, dieses prozyklische. Also ich habe so drei Ansätze, die ich verfahre beim Investieren. Also einerseits diese regelmäßigen Sparpläne, die ich mache, einfach weil es sich bei meinen Summen, die ich investiere, jetzt einfach besser ist, dass ich überhaupt irgendwas investiere. Einfach, dass ich einfach Geld anspare, sozusagen gezwungen werde, Geld zu sparen. Und auf der anderen Seite verfolge ich dann noch zwei Ansätze beim Investieren, nämlich dieses antizyklische Investieren von Costolani. Ich weiß nicht, ob Sie seine Bücher gelesen Ja, haben. klar, da kenne ich auch. Ge Ja. Ich habe den genau. sogar mal, ich hab den sogar mal live gesehen. Ich bin ja schon älter, auf so einem Seminar, wo er also noch gelebt hat und wo es genau um dieses Thema geht. Das war ein Seminar zum Thema antizyklisch investieren, wo er auch gesprochen hat. So. Na genau, er hatte seine Theorie mit den Zittrigen und mit den Hartgesottenen. Und da, ich meine, ich bin jetzt noch nicht natürlich in die Gelegenheit gekommen, diese Investmentvariante zu vollziehen, weil ich ja erst mit dem Corona-Crash eingestiegen bin. Also im Prinzip kann man schon sagen, dass es teilweise funktioniert hat, weil ich ja am unteren Ende eingestiegen bin, aber ich habe jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass die Märkte dann wirklich 40, 50% einbrechen und mein Depot dementsprechend dann auch. Und zum anderen verfolge ich die Value Investing Variante, also dieses unterbewertete Kaufen von Unternehmen. Und da habe ich jetzt Intelligent Investieren von Benjamin Graham eben gelesen. So diese drei Ansätze versuche ich durchzusetzen und das ist dann eben auch für mich ein langfristiger Ansatz. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich allerdings, das wird Ihnen jetzt vielleicht nicht so gefallen, aber generell, wenn es ums Thema Vermögensaufbau geht, beim Thema Aktien skeptisch bin. Ja. Gucken Sie mal, es gibt ja Untersuchungen auch zu dem Thema. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit, eine Doktorarbeit, die Autorin heißt Melanie Böhming-Schmalenbrock. Und ihr Buch heißt Wege zum Reichtum. Und die hat 472 vermögende Leute in Deutschland befragt. Die waren also jetzt nicht richtig reich, aber die hatten so im Median so 2 Millionen Euro. Und woher ihr Vermögen jetzt gekommen ist. Ja. Und da war es so, da haben nur 2,4% angegeben durch Aktien, 2,4%. Bei Immobilien waren schon etwas mehr, 10%, aber die meisten, die vermögend werden, die werden als Unternehmer vermögend. Das sehen Sie auch, wenn Sie die Liste mal anschauen mit den reichsten Menschen der Welt oder den reichsten Deutschen. Ja. Also wenn Sie mal die reichsten Deutschen sehen, nehmen wir mal, klammern wir mal die aus, die geerbt haben, ja,
sondern die sich so selbst erarbeitet haben. Also so Leute wie der Schwarz von Lidl oder so. Ja, das sind keine Leute, die irgendwo am Aktienmarkt Vermögen geworden sind. Wir müssen sich einfach mal anschauen, die Liste der reichsten Deutschen oder gucken wir auch die Liste der reichsten Menschen der Welt. Wenn sie da Leute nehmen, ob das jetzt der Jeff Bezos ist, der mit Amazon reich wurde, oder Larry Page und Sergey Brin, die mit Google reich geworden sind, oder Bill Gates mit Microsoft oder Elon Musk mit Tesla und SpaceX. Da finden sie kaum einen. Die meisten, die nennen dann den Warren Buffett, da könnte ich auch noch mehr zu sagen, aber das ist kein typischer Aktieninvestor, wie die meisten Leute glauben. Aber selbst wenn sie mal sagen, bei dem Buffett ist es so, selbst wenn sie das mal einräumen, dann ist der eine Ausnahme. Also gucken Sie mal an, die Liste der reichsten Menschen der Welt. Und wenn ich jetzt vermögend werden will, dann mache ich doch nicht irgendeine Strategie, die bei kaum einem funktioniert, sondern dann gucke ich mir doch an, wie sind die Leute vermögend geworden, die jetzt wirklich vermögend sind? Was hat bei denen zum Ziel geführt? Und wenn ich dann feststelle, das sind nur 2,4% Aktien, Leute, aber die allermeisten, die sind als Übernehmer vermögend geworden, dann ist es meiner Meinung nach also für einen jungen Menschen mal ein guter Gedanke, bevor er sich jetzt primär mit dem Aktienthema beschäftigt, mal mit dem Thema zu befassen, wie kann ich unternehmerisch Geld verdienen? Klar, das scheint jetzt für die meisten ein bisschen anstrengender. Ich meine, viele Menschen spielen auch Lotto und hoffen, dass sie durch Lotto Millionär werden. Ja? Und andere, die hoffen es halt durch Aktien, betreiben das aber im Prinzip auch nicht sehr viel anders als ein Lottospiel. Etwas anstrengender ist natürlich, wenn man eine Geschäftsidee entwickeln will und eine eigene Firma aufbauen will. Aber wie gesagt, das ist doch auch in anderen Bereichen so. Wenn Sie jetzt mal, nehmen wir an, Sie wollen jetzt ein sehr erfolgreicher Sportler werden in irgendeinem Bereich, dann gucken Sie doch auch, wie die Champions, wie die das geworden sind, wie die trainiert haben, was die für Strategien haben und tun sich an den Erfolgreichen orientieren. Und wenn ich jetzt reich werden will, dann gucke ich mir an, wie sind denn die meisten Reichen reich geworden? Und das ist schon so schwer genug, aber wenn ich es mir noch schwerer mache, indem ich jetzt auf eine Strategie setze, die nur bei ganz wenigen funktioniert, dann glaube ich, also verstehe ich das nicht ganz, den Ansatz. Ja, ich kann es in gewisser Weise verstehen, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Wie gesagt, sehr spät erst, habe ich auch erst angefangen, mich mit Aktien zu beschäftigen, habe auch mal in einzelne Aktien investiert. Aber ich möchte mal das ganze Denken, wenn es um Vermögensaufbau geht, weglenken von jetzt den Themen Aktien, Immobilien und so weiter, sondern mal hinlenken zum Thema Unternehmertum. Haben sich selbst auch schon mal darüber Gedanken gemacht, also wie sie unternehmerisch Geld verdienen können. Also ich bin ganz ehrlich, dieses Aktienthema, da kenne ich natürlich auch die Studien, also wie Leute reich geworden sind, das ist natürlich selbstverständlich. Für mich selber ist das, wenn ich jetzt ans Investieren denke, dann ist es für mich nicht, um langfristig vermögend zu werden, sondern für mich ist das wirklich so mehr eine Leidenschaft als der Weg zum Vermögen, weil für mich ist es einfach wie ein Hobby. Also wie ich spiele auch Fußball unter anderem und ich setze die zwei Dinge über eins. Also bei mir geht es beim Investieren nicht um, wie viel Geld ich investiere, also wie viel Geld ich rausbekomme, sondern für mich ist das ein Hobby. Mir macht es richtig Spaß. Und dass ich natürlich mit dem Investieren nicht so viel Cashflow generieren kann oder nicht so viel Einkommen oder vor allem Vermögen generieren kann, wie wenn ich wirklich mir Gedanken mache über eine Idee, wie ich etwas strategisch aufbauen kann, Unternehmen und damit langfristig wirklich dann Vermögen aufbauen kann, ist mir das vollkommen bewusst. Für mich geht es wirklich beim Investieren mehr um diese Leidenschaft, die ich da habe, und mir macht es einfach Spaß, mich hinzusetzen und ein Unternehmen zu analysieren, und vielleicht ergibt sich ja dann irgendwann daraus, dass man eine gewisse Strategie für ein Unternehmen, für sich selber, für eine Selbstständigkeit entwickeln kann und dass man dann damit vielleicht sogar dann noch Geld verdienen kann. Also Sie sagen das sehr ehrlich und das ist ja auch sympathisch, aber ich erlaube mir da mal ein paar
Gegenmeinungen sozusagen. Also ich kenne auch jetzt zum Beispiel einen, der ist mehrfacher Milliardär. Mit dem habe ich dieselbe Diskussion geführt. Der macht das auch so wie Sie. Ja? Das ist so praktisch, das ist ein Hobby. So, nur bei dem ist jetzt nicht so schlimm, weil der hat jetzt mehrere Milliarden Euro als Unternehmer verdient. Und wenn der dann mal da irgendwo 20 Millionen gewinnt oder verliert, dann ist es für den jetzt nicht so gravierend sozusagen bei seinem Gesamtvermögen. Ja? Der macht es auch so. Ja, ich habe dem gesagt, schreiben Sie sich denn mal über Jahre regelmäßig das auf, genau, immer wie viel Sie gewonnen und verloren haben. Das macht er nicht mehr. Und ich habe den Verdacht, es gibt relativ viele Leute, die, sagen wir mal, das mit den Aktien so ähnlich betreiben wie, ja, wie ein Spiel. Vielleicht ist bei manchen sogar die Gefahr, dass es zu einer Spielsucht werden kann. Das gibt es ja auch, die Spielsucht. Ja. Die Leute haben dann, sagen wir mal, Spaß dran. Aber ich behaupte, der Spaß, der geht es nur so lange, wie es Geld vorhanden ist für den Spaß. Wenn es dazu führt, dass ich am Ende mein Geld immer weniger wird, dann glaube ich auch nicht, dass es den meisten Leuten auch Spaß macht. Also im Gegenteil, dann würde ich schon eher die Gefahr sehen, dass einer in der Spielsucht drin ist, so wie es es ja auch beim Spielen gibt. Ja, die Leute, die machen auch dann weiter, wenn sie laufend Geld verlieren. Die legen sich auch keine Rechenschaft drüber ab. So ein Spielsüchtiger, der holt irgendwie aus dem Automat mal 500 Euro raus und erzählt es dann sich selbst und anderen ganz stolz, aber vergisst zu erzählen, dass er in den Wochen vorher 3000 Euro verloren hat. Und so ist es auch bei manchen, die das mit dem Investieren sehen. Also Sie sagen, es geht Ihnen nicht primär darum, Geld zu verdienen, sondern es geht, im Vordergrund steht die Freude an der Sache. Das ist ja auch zunächst mal sympathisch, nur das ist, wie Sie sagen, das ist dann wie ein Hobby. Ja? Nur ein Hobby, das halt sehr viel Geld kosten kann dann am Schluss. Ja? Das ist die Frage, ja, wenn Sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem Spaß macht, so ein Hobby zu betreiben, was dann am Schluss mehr Geld kostet, als es einbringt. Zumal ja jeder Mensch auch gerne Erfolgserlebnisse hat und nicht gerne laufend Misserfolgserlebnisse. Klar, kann man in der Phase, wo jetzt die Aktienmärkte aufwärts gehen, ja, da ist egal, was man kauft, da muss man auch kein Wissen haben. Da können Sie selbst einen Schimpansen nehmen und der kann dann irgendwo, hat man auch mal gemacht, einen Pfeil irgendwo draufwerfen und der wird dann auch irgendwo erfolgreich sein. Ja? Aber davon reden wir ja nicht. Wir reden ja, wenn man das jetzt wirklich über einen langen Zeitraum betreibt. Und da gehören halt auch Zeiträume dazu, wo die Aktienmärkte aufwärts gehen und abwärts gehen. Und ich meine, Sie können ja nur das Spiel so lange betreiben, wie Sie Geld haben. Ja? Und wenn Sie dann irgendwann, sagen wir, überwiegend Misserfolgserlebnis haben, das Geld verlieren. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass einer da noch sagt, ja, das ist ein Hobby, das mir Spaß macht, weil dann würde ich sagen, du bist ein Spielsüchtiger. Also. Jetzt, ich glaube, über die Diskussion, da könnte man ewig diskutieren. Sie haben es jetzt ganz ziemlich oft angesprochen, das Thema Geld. Und da würde ich jetzt in meiner nächsten Frage kommen. Für mich geht es um das Thema Geld und Investieren auch direkt der Übergang in die Familie. Wie könnten wir es denn schaffen? Vor allem in Deutschland ist das Thema Geld in vielen Tabi Familien, egal ob es jetzt Unternehmerfamilie sind, Angestellte, Beamte, egal aus welcher Schicht, oft ist das Thema Geld ein absolutes Tabuthema. Wie schaffen wir es in Deutschland, dass vielleicht über das Thema Geld ähnlich offen geredet wird wie über die Bundesliga am Samstagnachmittag? Ja, da haben Sie natürlich recht. Geld, also heute sprechen die Leute einfacher über ihre sexuellen Vorlieben vielleicht, so offener sogar, ja, als über ihr Geld. Ja. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Manche, die sprechen deswegen nicht über Geld, weil sie
vielleicht auch viel haben, aber Angst vor dem Neid haben von anderen, ja. Und andere, die sprechen deswegen nicht über Geld, weil sie irgendwo vielleicht doch insgeheim wissen, dass sie nichts davon verstehen. Viele interessiert es auch nicht so sehr oder die verbinden auch negative Dinge mit Geld. Viele Menschen haben negative Glaubenssätze zum Thema Geld, zum Beispiel so, Geld verdirbt den Charakter, ja, oder es gibt ja auch viele so Sprüche, Geld allein macht nicht glücklich oder lieber arm und gesund als reich und krank, ja. Es gibt eine ganze Reihe auch negative Sprüche über Geld, mit denen sich dann die Leute trösten, die kein Geld haben, beispielsweise. Und ja, wie kann man das ändern? Also ich selbst, ich schreibe ja Bücher auch zu den Themen. Ich habe ja zum Beispiel ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben. Das kann ich auch jedem so als Einstieg empfehlen, weil es da so um die Basiserkenntnisse geht. Also da geht es um Aktien, um Immobilien, aber auch um andere Anlagenformen. Es geht auch um Unternehmertum. Es geht darum, wie man reich wird und wie man reich bleibt. Ja. Also das ist ja, was ich dazu versuche beizutragen, dass ich solche Bücher schreibe zu dem Thema. Aber klar, diese Bücher, die werden ja nur von Leuten gelesen, die sich schon an sich damit beschäftigen. Also ich glaube nur, dass es immer wichtiger wird, sich mit Geld zu befassen. Und das hat auch gerade für junge Menschen, das hat auch was mit zu tun mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Weil früher haben sich ja die Menschen darauf verlassen, dass sie sagen, naja, ich arbeite, da muss ich auch nicht unbedingt viel sparen, weil ich zahle ja eine gesetzliche Rentenversicherung und irgendwann, wenn ich alt bin, kommt dann die gesetzliche Rentenversicherung bzw. der Staat für mich auf. Also wer das heute noch glaubt, den halte ich für einfach sehr dumm und ungebildet, weil das klar ist, dass es aufgrund der demografischen Entwicklung gar nicht funktionieren wird, sondern einer, der so denkt, der wird dann also im Alter verarmen und so am Rand vom Existenzminimum leben. Das heißt, insofern werden die Menschen im Prinzip ja eigentlich auch gezwungen, sich mit dem Thema Geld in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Das heißt, du musst es nicht machen, ja, aber wenn du dich nicht mit auseinandersetzt, dann bekommst du halt auch, musst du dann auch die Quittung dafür zahlen. Und die Quittung, die heißt letztlich Armut, früher oder später, ja. Weil man sich also auf die gesetzliche Rentenversicherung nicht verlassen kann. Das ist schon ein Grund, der dafür spricht. Geht's gut, aber andererseits natürlich verstehe ich, einer, der jung ist, so wie Sie vielleicht mit 20, Anfang 20, der denkt jetzt nicht über die Rente nach. Wäre ja auch unsinnig, über die Rente nachzudenken, dann in dem Alter. Ja, nur, wenn ich auch, es ist ja schon so, dass gerade unter jüngeren Menschen also mehr gibt, die auch sagen, dass sie gerne reich werden wollen, als jetzt unter Älteren. Also ich habe eine Untersuchung von einem Meinungsforschungsinstitut in Auftrag gegeben, die ist jetzt in 8 Ländern habe ich die jetzt durchgeführt. Ja, das ist also, in Deutschland hat es das Allensbach-Institut gemacht und in anderen Ländern Ipsos Mori. Und die haben überall die Menschen gefragt, wie wichtig ist es ihnen, reich zu werden. Und da war es so, dass also in allen Ländern war immer eine Sache zu beobachten, dass es mehr junge Menschen gibt, also die unter 30 sind, als ältere, damit meine ich jetzt welche, die über 60 sind, die sagen, es ist ihnen wichtig, reich zu werden. Das ist in Deutschland so, das ist in den USA so, das ist in Italien so, in Frankreich, in Spanien, das ist in China so, das ist überall so. Und der Grund ist ja klar, ich meine, wenn einer jetzt jung ist, dann hat er ja noch alle Träume vom Leben, das Leben vor sich und Wünsche. Also junge Menschen, die ja, die für dieses Leben ja noch praktisch offen. Wenn einer aber 60 ist und hat es bis dahin nicht geschafft, vermögend zu werden, dann wird er sich wahrscheinlich sagen, naja, wenn ich es jetzt bisher in den letzten 60 Jahren nicht geschafft habe,
dann ist sehr unwahrscheinlich, in den nächsten 20 Jahren dann noch, bis ich 80 bin, zu schaffen. Also deswegen sieht man überall in den Umfragen, dass gerade ziemlich viele junge Menschen, nicht die Mehrheit, aber doch viele sagen, dass sie gerne vermögend werden. Und das ist ja die Frage, wie dann, ja? Und es ist ja schon mal gut, wenn einer sagt, ich möchte vermögend werden, weil ich finde schon auch ein erstrebenswertes Ziel, weil wenn sie nicht vermögend sind, wenn sie nicht irgendwann finanziell frei sind, dann heißt es ja immer, dass sie in Abhängigkeit von anderen Menschen sind, dass sie sich von anderen Menschen rumschubsen und diktieren lassen müssen. Also wenn sie finanziell frei sind, so wie ich zum Beispiel, also ich muss jetzt die nächsten 100 oder 200 Jahre müsste ich nicht mehr arbeiten mit dem Vermögen, was ich jetzt habe. Ja? Das heißt, ich kann dann entscheiden, ob ich überhaupt arbeite, was ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Das ist alles meine Entscheidung. Aber jetzt für die meisten Menschen ist es natürlich anders. Ja? Fängt schon an, die Entscheidung, ob sie arbeiten. Ja? Das ist für gar keine Entscheidung. Die müssen ja arbeiten, weil sie irgendwo ihren Lebensunterhalt davon bestreiten. Also ich arbeite auch gerne, ja, aber trotzdem ist doch ein Unterschied, ob ich arbeiten muss, weil ich meine Rechnung bezahlen muss, oder ob ich einfach aus freien Stücken arbeite, weil ich gerne arbeite. Und auch die Frage, wann sie arbeiten, ja. Zum Beispiel, ich mache oft Mittagsschlaf, ja. Im Sommer bin ich immer draußen in der Sonne und lese da meine Sachen. Ja, das können ja die meisten Menschen gar nicht entscheiden. Die sind irgendwo in einem Büro eingesperrt, selbst wenn das Wetter noch so schön ist draußen. Und das heißt, ja, und die müssen auch vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten, mit ihrem Chef, den sie vielleicht nicht so mögen, oder vielleicht auch mit Kollegen, die sie nicht alle mögen, ja, die sich gar nicht aussuchen können. Und deswegen, ich finde es schon erstrebenswert, wenn man sagt, man ist finanziell frei, man ist finanziell unabhängig, man kann zu allen Themen frei seine Meinung äußern, man kann, ja, ich kann reisen, wohin ich will, ich muss auch nicht, wenn ich Geld ausgebe, irgendwo rausgucken, ist das jetzt zu teuer oder nicht, sondern wenn ich jetzt irgendwo hinreisen will und dann suche ich mir das Hotel aus, was am schönsten ist. Und ich habe da jetzt, muss jetzt da nicht aufs Geld schauen oder so. Und auch, sagen wir mal generell, wenn man mal guckt, das hat mal eine wissenschaftliche Studie gegeben. Da hat ein Psychologe untersucht, worüber sich Ehepaare streiten. Und da war also das Hauptthema war Geld. Ja, die haben immer wieder über Geld gestritten. Ja, es gab sogar zwei solche Untersuchungen, eine in Österreich und eine in Amerika. Und in beiden Fällen war es so, dass immer, ja, wenn zu wenig Geld da ist, das führt oft zu Konflikten, auch in Beziehungen, in Partnerschaften, in der Ehe, ja. Also ich will damit nur sagen, es gibt schon ziemlich viele Gründe, die dafür sprechen, dass man finanziell frei und vermögend wird. Und deswegen habe ich auch nicht so ganz bei Ihnen verstanden, dass Sie sagen, naja, Sie machen das jetzt so mit den Aktien aus Freude. Also sagen wir es ja gut, wenn es ihnen Freude macht. Man soll ja auch das machen, was einen Freude macht. Aber ich finde schon, in dem Moment, wenn ich investiere, sollte das mit dem Ziel verbunden sein, auch möglichst viel Geld zu verdienen und im idealen Fall am Schluss finanziell frei zu werden. Viele Menschen trauen sich das vielleicht einfach nicht zu. Ja, die erwarten vielleicht nicht so viel vom Leben. Vielleicht genau, wie sie sich jetzt nicht zutrauen, dass sie ihre Traumfrau bekommen. Ja, sie sehen vielleicht auch irgendwo eine Top-Frau, die super aussieht, und die hätten die vielleicht auch gern, aber das Selbstbewusstsein fehlt und sie trauen sich gar nicht zu. Und so ist es auch mit dem Geld. Das ist einfach zum Teil eine Frage vom Selbstbewusstsein ist, dass viele Menschen schon eigentlich gerne reich wären, ja, aber sich das nicht zutrauen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo in Berlin auf dem Sagen wir, ich würde jetzt hier zum Kudamm gehen und würde jetzt lauter 200-Euro-Scheine verteilen, bündelweise. Ich glaube, dass also relativ wenig Leute wären, die sagen, ich möchte es nicht haben, weil Geld macht nicht glücklich, oder ja, ich bin nicht so an Geld interessiert. Ich glaube,
die meisten würden es gerne nehmen. Ja? Wir sehen ja auch, dass ziemlich viele Menschen Lotto spielen. Das ist ja eigentlich auch ein Beweis dafür, dass sie gerne reich wären. Ja? Und wenn ich jetzt so zwei Knöpfe hätte, wo man draufdrücken kann, der eine Knopf heißt, ich bin jetzt Multimillionär, und der andere heißt, ich lebe vom Durchschnittseinkommen. Ja? Und du könntest einfach draufdrücken und wählen. Ja? Also ich glaube, und dann würde dein Wunsch erfüllt. Ich glaube, die meisten Leute würden eigentlich da draufdrücken, ich bin Multimillionär. Nur wenn jetzt manche dann doch sagen, ich möchte gar nicht reich werden, ja, dann hängt es zum Teil auch mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Ja? Das ist das nicht zutrauen. Das ist so ähnlich, wie ich gesagt habe, jetzt mit einer schönen Frau. Ja? Wenn sie jetzt zur Auswahl hätten, sagen wir, die hätten jetzt alle eine ähnliche Persönlichkeit, also sie fänden die sympathisch, also vom Charakter her gut, aber die eine, die sieht jetzt absolut super aus wie ihre Traumfrau, und die andere, ja, die sieht halt so durchschnittlich aus. Ich meine, und sie könnten jetzt frei wählen. Ich würde sagen, such dir eine aus. Ja? Die sind beide an der Beziehung mit dir interessiert. Da würden doch die meisten Männer dann die wählen, die super aussieht. Ja? Aber die meisten trauen sich das halt nicht zu. Die haben einfach nicht das Selbstbewusstsein, dass sie Ansprüche an das Leben stellen. Ja? Und das würde ich bei jedem empfehlen, dass er darüber nachdenkt, welche Ansprüche stellst du denn an das Leben? Was erwartest du vom Leben? Erwartest du so eine Durchschnittsexistenz letztlich, so wie viele andere Menschen auch das Leben führen? Oder willst du was Besonderes, Einmaliges machen aus deinem Leben? Bist du jemand, der träumt, der große Träume hat? Oder bist du jemand, der kleine Brötchen backt? Und mein erfolgreiches Buch, das ist jetzt bald in 13 Sprachen schon erschienen, also im Moment in 11, demnächst kommt es in Sprache 12 und 13 raus. Das heißt, setz dir größere Ziele. Da geht es genau um diese Frage, welche von Menschen, die sich große Ziele im Leben setzen. Und das können unterschiedliche Ziele sein. Das muss jetzt nicht Geld sein unbedingt. Es können auch ganz andere Dinge sein. Nur Geld ist so schon auch ein Bestandteil von unserem Leben. Ja, und Sie fragen jetzt, wie man mehr Leute dafür interessieren könnte. Also ich glaube, man muss die Frage grundsätzlich stellen, warum haben die meisten Menschen so geringe Ansprüche ans Leben? Warum verlangen sie nicht mehr vom Leben? Warum träumen sie nicht? Also Kinder, die träumen ja oft noch. Ja? Also wenn du jetzt ein Kind fragst, 7, 8 Jahre, was willst du werden? Da sagen die wenigstens, ich möchte irgendwo einen langweiligen Bürojob haben, wo ich Akten umdrehe. Sondern da will das eine Kind vielleicht Popstar werden, die andere Frau will Model werden, der andere will vielleicht Pilot werden oder was weiß ich. Ja? Weiß nicht, was war bei Ihnen, wo Sie jetzt jung waren? Was wollten Sie jetzt werden? So? Natürlich immer Fußballer. Aber so, Fußballer und wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo in der Kreisliga oder so, sondern am liebsten in der Bundesliga, oder? Ja, genau. Beim Lieblingsverein Bayern München, das war natürlich immer der Traum. Genau, sehen Sie, und so sind Kinder, die träumen halt, ja, die sagen, ich möchte zum Beispiel bei Bayern München mitspielen, ja, das finde ich klasse. So sind die meisten, die träumen, und später irgendwo, dann kommen die Erwachsenen und sagen, ach, komm, spinn mal nicht rum, mach mal was Realistisches, ja, oder die merken dann auch vielleicht, dass es nicht so einfach ist, irgendwie sowas zu erreichen, ja, und geben das dann auf und hören einfach auf zu träumen, ja. Und das finde ich persönlich schade. Ja, das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt am Ende vom Interview angekommen. Wir haben über viele Aspekte geredet, eigentlich viel mehr als geplant war. Ich will mich nochmal bei Ihnen sehr bedanken, dass das Interview heute geklappt hat. Ich kann Ihre Kanäle alles empfehlen, Ihre Interviews auf YouTube gibt es ja viele. Bücher habe ich jetzt persönlich noch nicht gelesen, werde ich machen. Und ich würde sagen, übrigens, sagen wir mal, das ist übrigens der wichtigste Tipp, den ich jungen Leuten gebe, ja, mehr Bücher lesen. Und wer sagt, naja gut, der Zittelmann, der schreibt ja Bücher, da muss er das ja empfehlen. So ähnlich wie der Friseur, der sagt, ich empfehle dir einen Haarschnitt. Ja. Da sage ich immer eine Sache, der Warren Buffett, der wurde öfters auch von jungen Menschen gefragt,
was er ihnen empfiehlt. Und er sagt vor allen Dingen, empfiehlt er Bücher lesen zu diesen Themen. Also der Warren Buffett, wo er 10 Jahre alt war, hat er jedes Buch in seiner Bücherei, also von seiner Heimatstadt Omaha in der Bibliothek gelesen, wo der Titel Money oder Finance, wo die Wörter Money oder Finance im Titel. Manche sogar zweimal. Sein Lieblingsbuch ist 1000 Ways to Make $1,000. So, ja. Und, so, da war der 10 Jahre alt. Ja. So, sie sind jetzt schon doppelt so alt. Also da haben sie noch einiges nachzuholen. Und einfach, klar, allein durch Bücher lesen erreicht jetzt keine seine Ziele und wird keiner reich, logisch. Ja. Die eigenen Erfahrungen, die sind schon wichtig. Aber ich finde, Bücher können inspirieren, auch Biografien. Ja. Die meisten Menschen müssen ja erst mal lernen, in größeren Dimensionen zu denken. Und wenn sie jetzt selbst in ihrem persönlichen Umfeld vielleicht keine Menschen haben, die super gigantisch erfolgreich sind, dann haben sie ja trotzdem die Möglichkeit, solche Bücher zu lesen. Und der jetzt ist nicht ganz so gern so viel liest wie ich, für den habe ich ja das Buch geschrieben, Setze dir größere Ziele, weil da habe ich praktisch 50 Biografien ausgewertet von sehr erfolgreichen Menschen und geguckt, was haben die gemeinsam. Also Menschen wie Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger oder aber auch Madonna, ja, ganz Steve Jobs, Richard Branson, ganz unterschiedliche Menschen, aber die alle sehr erfolgreich waren und die sich alle große Ziele gesetzt haben. Und das ist also was ich wirklich jedem Menschen, jungen Menschen empfehlen möchte, vor allen Dingen Bücher lesen, auch Biografien über erfolgreiche Menschen, weil das kann einen auch begeistern, das kann einem auch dann die Inspiration geben, dass man also das Träumen nicht verlernt. Wenn man sieht, hier sind Menschen, die haben wirklich ihre Träume verwirklicht. Ja? Und in ihrem Umfeld sehen sie ja normalerweise eher Menschen, die Träume aufgegeben haben, die nicht ihre Träume verwirklicht haben. Ich weiß es nicht bei Ihren Eltern, was machen die von Beruf so? Also mein Vater ist tätig und meine Mutter ist... Na toll, dann haben die ja schon auch da einiges in ihrem Bereich erreicht, ja. Und das ist schon mal positiv, aber so hat auch nicht jeder so Eltern, ja. Manche haben auch halt Eltern, die irgendwann resigniert haben, die irgendeinen Durchschnittsjob machen und so. Und ich finde es halt wichtig, ja, dass man in jedem Lebensbereich wirklich sich ganz große Ziele vornimmt und nicht so kleine Brötchen backt. Und gerade wenn man jung ist, dann hat man ja wirklich die Chance. Das ist das ganze Leben ja noch vor Ihnen. Und da ist Geld auch schon nicht das einzig Wichtige, logischerweise nicht, aber schon auch ein wichtiger Bestandteil. Also wünsche ich Ihnen auf jeden Fall und denen auch, die zuhören, dass sie einfach nicht aufhören zu träumen. Ja? Oder wieder anfangen, wenn einer schon aufgehört haben sollte. So. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ist ein sehr schöner Abschluss jetzt wirklich vom Interview. Schaut beim Herrn Zittelmann auf allen Kanälen vorbei und ich würde mich über eine Bewertung vom Video freuen und vor allem über Kommentare nochmal über Fragen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.